Ja, hier ein Jura E50 spült ja gerade. Läuft wunderbar, sehr sauber drin. Ja, der sagt Bonnen fällen, also Bullen nachfüllen, obwohl hier Bonnen genug sind. Zeitweise funktioniert die Maschine und soll angeblich sehr schwer laufen. Ne? Oh, das hört sich nicht gut an. Es funkt ja sehr stark an der Kohlenbürste. Da wird natürlich wenig Pulver gemahlen haben. Ja, es kommt natürlich jetzt kein Kaffee oder irgendwas. Ist genug Pulver vorhanden. Ich unterbreche das mal kurz. Also, deswegen, da funkt ja ordentlich und der Motor kann ja nicht drehen. Ja, und jetzt schreibt der Teller hier Bonnen füllen. Also, das funktioniert so, die Blutgruppe geht vor und dann runter und jetzt hier ist geparkt. Da kann hier Dampfwasser, kann hier Pulver reinkommen, ne, von dem Mahlwerk. Ja, und beim Einschalten passiert Folgendes, wenn die Maschine einen Selbsttest macht. Das ist ein Encoder hier an den Antrieb, das ist der Antrieb und da macht einmal ein, da wird die Laufstrecke gemessen, damit man so verstehen kann. Und dann geht bis ganz oben. Ne? So, und wenn Pulver reinkommt, dann hört ja irgendwo hier auf und nicht ganz oben. Wenn nicht ausreichend Pulver vorhanden ist, dann geht er zu weit nach oben. Der Encoder hat ja mehrere Impulse gegeben als nötig und die Elektronik sagt in dem Falle hier Bonnen füllen. Ne? Und man kann das einfach, egal, man lässt das alles hin nochmal und man kann ja sehen, es funkt ja nur noch, oder teilweise passiert ist. Wenn man die überprüfen möchte, wenn er gar nicht mehr fällt, wenn man überprüft, also wenn falls das Mahlwerk überhaupt nicht mehr funktioniert, dann sehen die zwei Kabelschuhe hier zum Gleichspannungsmotor, also auf gar keinen Fall anfassen oder mich nachmachen. Man kann hier eine kleine Lampe einklemmen und man kann es sehen, überprüfen, ob der Strom, ja, also Strom ist da, Lampe leuchtet, aber das Mahlwerk dreht überhaupt nicht. Ja. Und dann zeigt er wieder hier Bonnen lassen. Also, da gibt es nur eine, was man machen kann. Ja, meine Empfehlung ist, man kauft ein neues Mahlwerk, man baut ein neues Mahlwerk, das ist sehr einfach. Oder man ja, revidiert, aber das ist was mehr so für Profis. Man kann die Kohlenbürste tauschen, da gibt es welche vom freien Markt. Das Motor ist gekapselt, aber geht ja trotzdem zu zerlegen und die Kohlenbürste, die sind nicht so einfach einzusetzen. Dann braucht man ein bisschen Erfahrung. Ansonsten kriegt man ja die Halterung hier mit dem Lager und die Kohlenbürste nicht auf den Rotor drauf. Also meine Empfehlung ist, man kauft besser ein revidiertes Mahlwerk, wenn man das nicht machen kann. Besser, noch besser ist, man kauft ein neues Mahlwerk. Ja, was mich noch interessiert, Bezüge, aus, ne, nochmal zurück, 4.985 und das Mahlwerk ist schon K.O. Ja, okay, laufen eigentlich etwas länger, aber hier ist nun mal so 5.000 Tassen. Das ist das Mahlwerk verabschiedet. Okay, ich werde ein neues Mahlwerk montieren. Das Ganze einfach Bohnen raus, Bohnenbehälter rausnehmen. Hier drunter sind die Schrauben. Das ist ein Gleichspannungsmotor, also merken, wo die Kabelschuhe nicht rumdrehen, sonst dreht der Motor in eine andere Richtung und dann zieht er die Bohnen nicht rein. Und das war's dann. Ne? Okay, ja, so viel zu dem Feller. Reparaturen sollen nach wie vor von Techniker folgen, also sowas nicht nachmachen. Aufpassen, hier liegt überall ja Strom und man kann sich schwer verletzen und so weiter. Okay.